mit. Das ist ein Hyperheiler. Gut, dann haben wir es. Dann nehmen wir noch die zwei Trainer hier mit. Ich werde zerschlagen in der Arena. Um die Arena weiter herauszufordern. Aber davor will ich noch mal kämpfen. Ich kämpfe gegen jeden. Auf diese Weise werde ich besser. Okay, die zwei Arzttrainer, glaube ich. Ja, Arzttrainer Luisa und Klaus. Mit Charmian und Pyro. So, Vampyro wird nicht viel machen können, seine Attacke. Das heißt, ich drauf. Auf ihn. Und hier auf Nikitoladung auf Charmian. Ja, ich weiß, dass ich. So klar. Oh, das. Oh ja, Moment, halt! Ja, passt. Geht nicht auf eine Kampfattacke. Okay. So, dann drauf damit. Weiter auf eine. Weiter drauf, jetzt gibt es auf jeden Fall mit dem wieder. Jetzt ist der scheiß Papier lieber weiter. Mit dem Charmian noch nicht. Ich denke mal, wenn wir Glück haben, kriegen wir es hin. Mal genau. So, wir spielen das Spiel natürlich. Charmian ist immer noch nicht Geschichte. Das kann man ja erzählen. Charmian ist schon mal Geschichte. So, Polita 28, Medizin 29. Medizin braucht jetzt noch 8 Level. Level 37 und Medizin zu Meditales. So, dann bringt er jetzt überhaupt nichts. Weg. War jetzt gut, dass es keine Kampfattacken eingesetzt hat. Sonst wäre Kognodon schon Geschichte gewesen. So, Kadabra und Garados. Garados könnte schon eine Falsattacke drauf machen. Ich versuche es natürlich klar zu machen, was ich jetzt vorhabe, nämlich mit der Shockwelle auf Garados zu gehen. Ich muss Bonita rausnehmen und dafür Kram zu bringen. Wo ich ja nicht viel machen kann. Gegen Wasser-Pokémon mit dem. Wunderbar, das geht zu was. Kaskade, gut, das hat er. Oh, geht auf Kramurks. Er geht nicht auf Kognodon. Okay. Okay. Das lässt mir natürlich eine Option mehr. Das heißt, ich nehme jetzt dich raus, setze Kadabra Schachmatt. Das ist jetzt mir nämlich zu heiß, weil wir beide damit gerechnet haben, dass ich auf Ponita gehe und wollte mir Ponita auseinandernehmen. So, sind wir jetzt mal das Kadabra auseinander. Und das mit dem Gewöhn. Das ist aber null Verteidigung. Mit einem guten Spezialangriff, ja, aber ohne gute Initiative, aber kein Schiss ins Verteidigung. Mit 21 gucken wir dann. Noch 9 Level. Weiter so eine Sondermarmus habe, die werde ich auch auf Kampf einfach. Das war jetzt natürlich eine Fülle, dass du dir gemacht hast, du Arsch. So, dann machen wir das hier mit Don rein. So.
So, Felsgrab gehst du auf Garados. Dich nehme ich raus für Medity. Das heißt, wieder diesen Hinterher-Wechsel. Das ist ein Change. Also, alles gut. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kriegen uns das schon irgendwie zusammengebastelt. Also. Deswegen habe ich Blutbrin gebracht. Um auf Felsgrab zu gehen. Mit dem Garados ein bisschen von seiner Initiative rauszuholen. Weiter gibt es das gleiche Spielchen, weil Zenith-Attacke nicht trifft, dann gehe ich mit Konfusion. Eine Minute, ich weiß auch nicht. Und damit haben wir es. Yes. So, hast du eine Luisa und der gute Klaus besiegt? Das ist meine Zuversicht erschüttert. Ach, du hast gesiegt, ich habe verloren. Aber eine Frau gewonnen haben wir beide. So, na gut. Und das Vitalbrot, gehen wir mal auf Kramons. So, dann hätten wir es eigentlich, oder? Ich gehe zum Beispiel zum Schleier, ich nehme noch die beiden Bärchen hier mit. Eine Mago, jetzt wollen wir Mago-Bären. Jetzt mal Dicky-Bären. So, das war wieder einer der etwas längeren Folgen. In der nächsten Folge geht es halt in Richtung Schleide. Und wenn wir dann Glück haben, könnte es schon passieren, dass wir die Arena machen. Dann erst in der nächsten, danach die Folge wieder. Wir sind auf jeden Fall wieder. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ja, lasst einen Daumen hoch bei Let's Play Pokémon. Ja, dann. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Ja, in dieser Folge, genau, steht tatsächlich schon die Arena. Die Stadt lasse ich jetzt ein bisschen links liegen, das weiß ich auch. Aber es gibt etwas, was sich meiner Meinung nach etwas mehr lohnt. Klar, Pokémon Center. Immer gut. Pokémon Center sind immer gut. So, da gehen wir jetzt auch rein. Ein Team natürlich. Und in dieser Folge, wie gesagt, starten wir erstmal den Kaufhaus an diesem Kopf. Dort gibt es nämlich eine Abteilung, die ich gerne hätte, die ich gerne mal besuchen muss, um mein Team langsam mal ein bisschen aufzubauen. Und in der Folge wird auch hoffentlich noch die Arena gemacht. Und wir wollen unseren dritten Orden haben. Ja, das ist das Wichtigste heute. So, was haben wir denn hier? Nee, das brauche ich nicht. Keine Sorge. Pokézähler? Ja, nimm mit. Na, nimm mal einen Zähler mit. Warum nicht? Okay, du bist es nicht. Ja, das ist da drüber, ne? Weil es gibt hier eine Dame, die hat nämlich vor allem TMs in der Hand. So, dich brauche ich jetzt gerade nicht. Dann ist es, glaube ich, hier. Ja, genau so ist es. So, dann fangen wir mal an einzukaufen. Zuerst mal die TM Flammenwurf. Für Ponita. Donnerblitz nehme ich mit. Den Eisstrahl nehme ich gerne mit. Den Solarstrahl. Oh, warum nicht? Nehmen wir es auch mit. Wir haben ja jetzt ein bisschen Kohle genug. Psychokinese. Ja, ganz wichtig. Für die nächste Arena vor allen Dingen. Jetzt haben wir schon Gyroball, Gigastoß, Hyperstrahl. Brauchen wir nicht. So, Blizzard nehmen wir mit. Und Donner nehmen wir mit. So, ich gucke jetzt gerade, ob ich was verkaufen kann. Ja, Nugget und Riesenpilz, klar. Na, 700.000 mit. So. Und für die TM, warte mal, da wollte ich doch Feuersturm nicht wiederholen. Die wichtigsten Attacken haben wir jetzt. 10,52 ist Fokusstoß. Und dann können wir die noch holen. Ja, nee, können wir nicht. Können wir nicht. Okay. Dann kriegst du auch noch. Ich muss schon mal noch zum Verkaufen. Das ist wichtig. Okay. Wala Steine mit.
nämlich den Fokusstoß auch noch mit. Weil den könnte man vielleicht für unser Pokémon gut gebrauchen, unser Kampf-Pokémon gut gebrauchen. So, jetzt baue ich mein Pokémon-Team ein bisschen um, zumindest was das Moveset betrifft. Weil ich... So, mal mit dem Sortieren. Nach Nummer. So, den Eisstrahl. Haben wir die Prim. Brauchen wir jetzt noch nicht, da wir noch ein Pokémon kriegen. Genauso wie Blizzard. Solarstrahl genauso das gleiche. Donnerblitz. Don. Haben wir noch nicht. Obwohl wir den Donnerblitz kommen. Wir gucken wir Donner auf Donnerblitz rein. Für Schockwelle, oder? 90. 60. Ja, nehmen wir mit. Rein auf jeden Fall. Leider keine Attacke wie Erdbeben oder sowas dabei gewesen, finde ich ein bisschen schade. Ja, Steinhagel oder so, ne? Psychokinese, ganz klar. Krammurks, Moment. Nein, 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 nein. Das war nicht der Plan. So, Mediti. Für Konfusion. Flammenwurf auf Ponita. Für Glut. Feuersturm nehme ich ebenfalls mit rein. Kann man ja alles gebrauchen, ne? Für Rutenschlag. Dann haben wir noch reines Feuer-Pokémon. Team 47 Stahlflügel. Fokusstoß eine Kampfattacke, nehmen wir mit. Dann nehme ich den Fokus, nehme ich den Turmkick raus, weil Turmkick kann nämlich, wenn sie nicht trifft, verletzen. Das kann der Fokusstoß nicht. Deswegen nehme ich es so mit rein. Und dann nehme ich Stärke noch auf. Nodon. Das ist ja eine TM, ist ja keine VM mittlerweile. So. Also, ich habe die Tour nehmen wir raus. Braucht man nicht. Gut. Ja, hat sich doch was schon mal gelohnt. So, gehen wir in die Arena, ne? Würde ich sagen. Und in der nächsten Folge machen wir dann noch ein bisschen was in der Stadt. Weil dort kriegen wir auch noch das eine oder andere Ding. Weil wir dann auch vernünftiges weiterkommen, wenn ich in den nächsten... wenn ich die Arena durch habe. Keine Sorge, lassen wir alles noch ein bisschen links liegen. Wir müssen nämlich hier runter. Bei der Arena. So. Aber da steht erstmal Lutia. Ja, Kev, kannst du nicht weiter? Die verschiedenen Pokémon da drin. Das ist echt schon mal stärker. Oder kann man das noch so vor? Was ich mache? Ich war einkaufen im Kopf und so. Ach, ich meine, ich arbeite natürlich an meinem Pokédex, aber naja, man sieht sich später. Okay. So, und damit haben wir Arena Nummer 3, das ist eine Kampfarena. Und habe ich halt gesagt, entweder machen wir dafür. Ach, nein, Meditieren wäre Level 37, so, nicht 27. So, Krammurks. Und dann geht's mal los. Fangen wir hier unten an mit dem. Das ist das Charakterquartett. Setz dir einen Schlag im Namen des Moos. Ah ja, für den Mut! Na dann, auf geht's! Was hast denn du, mein Marschock? Ein Marschock. Gut, machen wir los, legen wir los. Psychokinese. Ja, nicht ganz. Das dachte man. Ja, da ist doch ein bisschen der Spezialer nicht zu schwach, muss ich sagen. Ja, aber es kommt. Keine Sorge. Ja, ich muss das mal rausnehmen. Noch einmal Schock. Okay. Jedenfalls Level 25.
ganz. Es reicht wieder nicht. Es bleibt bei seiner Taktik der Überwurf. Level 22 für Kuchen noch 8. So, Macholo sollte jetzt eigentlich nicht die große Herausforderung sein. Wir sind überrascht. Macholo geht zum Baden. Militär reicht Level 29, Militär reicht Level 30. Plibrin ist schon Level 30. So. Gut, dann haben wir den auch schon mal besiegt, den hier. Lade ich mich mal ein bisschen auf. Ich mache erstmal die Trainer hier fertig. Das war erstmal den hier quatschen. Howdy, zukünftige Schelm. Die Sigarilla-Leiterin setzt Pokémon heute im Kampf ein. Dann sie also die gewaltigen Türen verteidigt gegenüber Pokémon heute normal. Aber es hört gut zu, denn ich verrate das noch nicht nur dir. Trainerleiterin Hilda hat gesagt, dass Pokémon der Typen Flug, Psycho und Fee richtig gefällig werden können. Fee nicht unbedingt. Erkläre ich euch dann aber warum. So, hier ist das Verdrahte-Quartett. Ich hatte dir einen Schlag im Namen der Trainer. Ha ja, für die Trainer! Okay. Mach mal. Marsch-up. Schon wieder Marco. Wir sind eintönig gerade, ne? Ein paar andere ganz Pokémon als dieses. Level 26.